This is the President speaking. Herzlich willkommen zurück bei Let's Splinter und This is the President. Zunächst an alle, die wieder einschalten, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Und so viel Zeit muss sein, ein gutes neues Jahr euch allen. Es ist das erste Video, das ich in diesem Jahr erst aufnehme. Insofern ihr seht, es ist, boah, ich glaube, ich lade es am 12. oder 13. Januar hoch, relativ spät. Aber gut Dinge wir Weile haben. Wir spielen This is the President. Wir sind die ersten Monate vorangeschritten und haben ein riesengroßes Problem. Erstens, ich habe in der letzten Folge tatsächlich das eine Event relativ leise abgespielt, aufgrund der Tatsache, dass ich die Hintergrundmusik, die ich laufen lasse, ja, etwas leiser laufen lasse. Dadurch ist das Stück, was ihr gesehen habt, in einer der vergangenen Folgen sehr, sehr leise dargestellt worden. Bitte das zu entschuldigen, aber sollte nicht wieder vorkommen, wobei ich muss schauen, wie ich es steuere. Ihr wisst Bescheid, warum es dann so ist, weil andere Musik als das Gedudel aus dem Spiel im Hintergrund läuft, damit YouTube keine Probleme macht bei dem Hochladen der Videos. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Wir steigen ins Spiel ein, viel Spaß dabei und lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch diese Serie gefällt. It's Inauguration Day and nobody can find Tony. Tony, der gute Alte, ist nicht da und es ist Tag der Amtseinführung. Insofern gehen wir ins Event Find the Vice President. Ellie sagt, Honey, we need to find Tony and fast. Otherwise we'll have to postpone the inauguration. Also, wenn wir Tony nicht finden, müssen wir die Amtseinführung verschieben. Und wenn man sich mal das ganze Protokoll vor Augen führt, was da abläuft, ist so eine Verschiebung der Amtseinführung nicht gerade ohne größere Probleme. You remain president-elect and the speaker of the house will act as president. Take whoever you trust the most from your team and go on a search. Erstens, find the vice president elect. Zweitens, conceal from the public that future vice president has gone missing. Also, erstens, Vizepräsident finden. Zweitens, niemanden wissen lassen, dass wir ihn suchen. Alvaro ist vor lauter Stress noch außer Gefecht. Und die Frage ist, wo und wie finden wir Tony? Wir nehmen Alter auf jeden Fall mit ins Rennen, damit die Öffentlichkeit nicht Peil davon bekommt, dass der Vizepräsident elect, also der gewählte Vizepräsident, fort ist im wahrsten Sinne. Und jetzt stellt sich nur die Frage, suchen wir mit Olli oder mit unserem Anwalt Clint? Und ich glaube, wir nehmen Clint. Ellie sagt, the last time anyone heard from him was last night. He called Alvaro and invited him to his favorite bar in Manhattan, the Smelly Goose. But you know Alvaro, before an important day like today, he always goes to the bed early. So Tony said he'd go to the bar by himself, but he seems to have disappeared along the way. Das heißt, er ist auf dem Weg zu einer Bar quasi abhanden gekommen. After that, there's been nothing from him but a series of incoherent tweets. How are we going to find him now? Oh, wir können noch jemanden weiteren mitnehmen. Mal schauen, was Alter macht. Inform the media that Tony's doppelganger has gone missing. Put out a rumor on the social networks that Tony has a double who's escaped from an asylum. Oder Clint, ask the inauguration organizers to go ahead without Tony. Oder aber threaten feast with criminal prosecution for kidnapping Tony. Das wäre tatsächlich lustig. Wir könnten den bisherigen Präsidenten, wenn ich das so richtig übersetze, der Entführung von Tony bezichtigen. Macht Spaß, sorgt aber auch für einen Stresspunkt und die will ich momentan mal noch vermeiden. Wir gehen mit Alter und sagen, dass Tonys Doppelgänger verschwunden sei. Das finde ich noch ziemlich abstrus. Bold move, Cowboy. But if we were going to find Tony in time, we had no choice. We had to go to the press and spread the word of Tony's doppelganger disappearance on social networks. And it worked. The story was all over the airwaves like wildfire and we got a tip that someone fitting Tony's description was seen in Central Park. Großartig. Kurzer Blick nochmal drauf. Wir haben einen Tipp erhalten, dass der womögliche Doppelgänger im Central Park gefunden wurde. Das heißt, wir haben uns quasi durch ein Gerücht des Doppelgängers Informationen aus den sozialen Medien gefischt, wo unser guter Vizepräsident sein könnte. Ausgezeichnet.
Und siehe da, ein schneeverschneiter Mann. Thanks to Alter's information, the Secret Service was able to find Tony in the southern part of Central Park, where they're planning on doing some reconstruction. And you know what Tony is doing? Sitting in a homeless camp. I don't know what he was doing there. Er hat in einem Camp von, Heimatlosen ist tatsächlich eine der schlechteren Übersetzungen, von Obdachlosen gelungert. Aber warum? The problem is that the Secret Service doesn't factor publicity into their decisions. They just want to get Tony out of there as soon as possible and deliver him to Washington for the inauguration. Ja, bitteschön. So we'll need to provide him some cover. How are we going to keep Tony out of the public eye? Wir müssen ihn da rausholen, ohne dass die Öffentlichkeit das mitbekommt. Alter, auf jeden Fall ihr Turn. Put on a free concert in the northern part of the park. Wäre natürlich tricky. Wir könnten ein kostenloses Konzert im nördlichen Teil des Parks geben, denn wir müssen ihn aus dem südlichen Teil rausbekommen. Oder aber start a rumor that the park is being sprayed with dangerous chemicals to kill the wood parasites. Clint hat wirklich keine guten Ideen, respektive zwei Stresspunkte zu verdienen. Threaten every single person in Central Park with a lawsuit. Na, das machen wir nicht. Wir tendieren zum freien Konzert. Cowboy, I organized a free concert at Central Park in honor of your inauguration. Alter macht das sehr gut, außer dass ihr mich Cowboy nennt. Ich mag das nicht. What can I say? The only thing missing at the concert was you. Five fat Elvis impersonators sang a Spanish romance and an Eastern European immigrant played along on a cymbal. Wir waren nicht da, ansonsten war das Ganze wohl ein richtig großer Erfolg. A huge crowd gathered, watching in amazement, and we drew everyone away from where Tony was hiding. He easily got to the car, unnoticed. Get ready, Mr. President, Tony is on his way to Washington. Okay, wir haben ihn raus. Und ich möchte die Frage stellen, was zur Hölle hat er da gemacht? Tendenz, er hat einfach tierisch einen über den Durst getrunken. Aber wir haben ihn. Coole Nummer. Tony sure gave us an adventure. Yo, I hope you set his head straight, preferably with a golf club. I know why you chose him as a running mate, but if you don't rein him in, Tony is sure to let you down. Ellie macht deutlich, dass Tony zwar ganz klar auch nur die Nummer 2 ist und es Gründe gibt, warum er das bei uns wird. Aber wir sollten ihm den Kopf waschen. Mit einem Golfschläger. Thank God the journalist didn't find out. Otherwise, today it wouldn't have been a holiday, but a tragedy that would have darkened your whole term. Continue. Gut gegangen, die Nummer. Scheinbar eine der leichteren Aufgaben. Antonio is back. Hey man, I'm back. Thanks for getting me out of trouble. Ja, gar kein Problem, Tony. Where the hell have you been? Moron, you nearly screwed up the inauguration. Ersteres. Wo warst du? This is going to be the turning point in my memoirs. The day before inauguration, I got overwhelmed. I was about to become one of the Washington's insiders. One of the people I've always hated. And not just for a week or a month, but for at least 4 years. Was labert er für einen? To help me stop feeling sorry for myself, I decided to go visit some people who are much less fortunate than me. And since I was drinking near Central Park, I figured, who has it worse in our country than the homeless? I just wanted to look into their eyes and see their problems for myself. Remind myself, why I got myself into this damn job in the first place. Er fühlt sich so gut, dass er die Probleme der Obdachlosen aufsaugen wollte? Ist das in irgendeiner Art und Weise realistisch? Wait, how did you get away from the Secret Service? Wasn't there anything else you could do? Oder why did you end up staying in Central Park? Falls ich übrigens Central Park gesagt haben sollte, ich bin großer Friends-Fan. Ihr wisst Bescheid. Wasn't there anything else you could do? War da nichts anderes, was du hättest tun können? Believe me, for me it wasn't as important as any decision we'll make in the White House. Was ist Tony bitte für ein Typ? But I told him I just looked like the new vice president and that seemed to satisfy everybody. But even before that, they were saying your first executive order was just window dressing. Then they treated me to some moonshine and I listened to their stories all night. It surprised me, but I didn't hear them complaining much about their lives.
Okay, also sie beschweren sich gar nicht erst über ihr Leben, aber wir sind dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, Augenwischerei betreibend in deren Augen. I don't know what was in that moonshine, but after a while I passed out. Ah, in that moonshine, das ist dann nicht der Mondschein, sondern ein Getränk, schätze ich mal. When I woke up, I found they'd robbed me blind. Even took my shoes, no wallet, no phone either, of course, so I couldn't call anyone. Okay, sie haben sein Handy, das ist schlecht. Why didn't you go to the police right away? You're an idiot. You're an idiot. Jetzt einmal deutlich, damit das vielleicht lernt. Hey man, I may be an idiot, but it worked. You guys found me and not those clever Schmucks from the Secret Service. Make me wonder why we keep them on the payroll. Ja, gut, stimmt. But okay, I'd admit my part of the guilt too. And I even have something to atone for it. Was hat er? This is the jewel of my collection. It's one of the folders that I took as a memento when I quit my job. Needless to say, I skipped a few procedures. It's a treasure trove and intriguing information. Do what you want with it. I trust you completely. Okay, er hat eine geheime Akte, die er uns jetzt als quasi Wiedergutmachung zukommen lässt. Ist natürlich an einigen Instanzen vorbeigelaufen, dass er das mit hat gehen lassen, als er seinen Job beendet hat. So, Buddy, you're ready to become president? I'm ready. I'm not so sure you are. I'm ready, but you owe me one. Jo, letzteres. You bet I do. Antonio, wir sehen uns. Finish. Before the inauguration, the usually smiling and jovial Vice President Estaba was clearly not himself. He exhibited all the signs of a hangover, but no one from the press dared to ask the country's new second man how he'd spent the night before the inauguration. Joanna Rizzuto from Just DC. Team Stress Update. Alter plus 1 landet bei 2. Meine Damen und Herren, schaut euch diese Masse an. Washington tobt. Here I am, Washington. The time has come to wipe out injustice. Today we will begin to rebuild our country together, or the task we are faced with is nearly impossible. Die goldene Mitte. Today we will begin to rebuild our country. Zusammen. We shouldn't be living in fear of mortal diseases. It's time for Big Pharma to answer to America. I don't know about you, but I'm tired of the fact that it's the 21st century and there's still so much we haven't overcome. We shouldn't be living in fear of mortal diseases. In a very short time, I will assume the presidency of the United States of America. You don't have long to wait. Wir nehmen ersteres. As my first official act, I will create a presidential laboratory where we will finally find a vaccine for cancer. Jawohl, das werden wir tun. My time as president will show that I am dedicated to the fight against cancer. Oder aber, I'm going to save millions of lives. Wir übertreiben es mal ein wenig. We're not afraid of what Big Pharma thinks about this. We're not afraid of what the establishment thinks about this. Oder we're not afraid what the courts think about this. Establishment, das juckt uns an der Stelle nicht. The times when those crooks rule the capital are at an end. They were never on our side. Ersteres. Die Zeiten sind vorbei. Es geht weiter mit den. Wir sind nicht afraid. We're not afraid of what Congress thinks about this. We're going to make them fight for what Americans want. Oh, der ist gut. They are the servants of the people, not our masters. Nein, we're going to make them fight for what Americans want. Der Kongress wird tun, was die Amerikaner wollen. We're not afraid of what the media think about this. Die Presse. Let them be the real fourth estate, not some ugly caricature of it. Oder they should forget about what the owners want them to say and start working for the people. Huh, jetzt bilden wir uns hier aber eine ganz schöne Schlange zusammen an Aussagen. The main thing is what will happen next. My first official act isn't the only historic thing we're planning. Ich könnte mehr ankündigen. Not only will I put the establishment on their knees, oder not only will I make our life fairer. Nein, wir deuten an.
Amendment 28 will inevitably be ratified during my term. We'll repair our broken system and as a result the constitution will be fixed too. Das wäre etwas unauffälliger. Oder Congress will have no choice but to pass a new amendment to the constitution. Wir machen's ganz seicht. We'll repair our broken system. This will be the greatest amendment in the history of amendments. This amendment will change America forever. Oh ja, das würde es tun. Oder I promise that I won't let you down. Wir driften ab und deuten nicht zu viel darauf hin, was passiert. We are back in the fight. This country is making amends. And now I'm the president. We are back in the fight. Wir sind zurück im Rennen. Eine kurze Inauguration. Aber leckofatz hat die sich gelohnt. The inaugural speech of the newly elected president will go down in history as one of the most daring. In it, he clearly outlined the contours of his upcoming term. This president won't be content just putting in his 4 years. He's seeking radical changes to US political landscape. Ihr seht es, von 54,8 auf 59,4% sind wir hoch. 4,6 Prozentpunkte hat uns diese Rede eingebracht und das ist ziemlich viel. Mark Ravioli, Ambassador to Iran. Mr. President, 3 American tourists were detained in Iran today. Drugs were found in their backpacks. The tourists are facing a prison sentence that would make even our infamous pits seem like heaven on earth. As you may recall, 2 Iranian spies were caught in the United States last year. Why don't we arrange prisoner exchange with the Iranians? Okay. Wir haben einen Botschafter des Irans, der uns sagt, dass 3 Amerikaner im Iran festgenommen wurden. Drogen wurden gefunden und leck die Katze würden die dafür bestrafen. Außer wir würden 2 iranische Spione freigeben. Ja, aber mal ganz ehrlich, das sind iranische Spione. Und wir haben 3 irgendwelche Drogen konsumierenden Bürger von... Boah, nicht lügen, 330 Millionen Amerikanern, bitte doppelchecken. Das ist keine gesicherte Aussage, das ist gerade so aus dem FF. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich tauschen wir hier nichts aus. And Tony Rowe, Secretary of Labor. Mr. President, congratulations on taking office. I come to you with an important matter. Natürlich ist es wichtig. Ab sofort ist alles wichtig, zumindest für die anderen. Wir sind Präsident und alle wollen was von uns. Under the Hatch Act, civil servants are not allowed to speak out about politics in the workplace. So if a postal service employee, for example, is sitting in his office liking Facebook posts, then he's acting in direct violation. I let you in on a little secret. Right around the time of your inauguration, we started logging every time someone liked one of the former president's posts. They are recorded, counted and kept on a shelf, until you decide it's time to sue a few dozen of the most egregious violators. What do you think? Was denke ich? Übersetzen schwierig, respektive will gerade nicht schneiden. Ich hoffe, ihr kommt mit. Also, nochmal. Right around the time of your inauguration. Während unserer Amtseinführung haben alle every time someone liked one of the former president's posts das Ganze aufgezeichnet. They are recorded, counted and kept on a shelf until you decide it's time to sue a few dozen of the most egregious violators. Wir könnten also dafür sorgen, dass einige der bisher getätigten Likes und all möglichen Dinge im sozialen Netzwerk verschwinden, wenn ich das so richtig deute. Sollte ich das richtig deuten, und so spiele ich dieses Spiel aktuell, dann würde ich sagen, nein, wir zensieren hier an der Stelle nichts. First Presidential Decision. Können wir kurz einen Moment innehalten und sagen, ich bin gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Meine Damen und Herren, Prost! Mr. President, Warren Munger meldet sich, Director of the National Intelligence. Our agents discovered that the leaders of a radical ultra-right terrorist group are planning an attack. Darauf trinke ich erstmal einen Schluck aus unserer frisch geöffneten Siegerflasche. They want to make the point that you, unlike former President Feast, are incompetent and can't ensure the safety of the American people.
The terrorists are hoping to attack Feast supporters in Washington. Don't ask me why they're prepared to kill their own people. I have no idea what goes on in the minds of those fanatics. But the fact remains, hundreds of lives are at stake. Mr. President, we recommend canceling the event. Okay, wir haben also ultrarechte Terroristen, die Richtung President Feast tendieren, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass er der Bösewicht ist. Aber sie wollen die eigenen Leute bei einem Anschlag umbringen. Und wir haben unsere erste Entscheidung zu tätigen. Wir sollen dieses Event absagen. What do you want to do? Cancel the rally. Feast supporters will crucify me for this, but the safety of the American people comes first. Klingt schon mal gut. I'm not canceling anything. Protecting the American people is your job. I just became president. Let Feast decide. Nein, wir gehen auf jeden Fall mit Nummer 1. Sir, you've saved dozens of Americans' lives. Our agents report that the terrorists abandoned their plans once news spread that the celebration was cancelled. Now it's our turn to cleanse the country of this scum. Einwandfrei. Gut gehandelt. Eigenlob stinkt. Aber meine Damen und Herren, wir verlieren 7 Prozentpunkte. Warum? The very day the president enters the Oval Office was not marked by the signing of his first order, but by a ban on all protests in the DC area. This is what lurks behind the president's ascent to power. Contempt for the law. Okay, deute ich also vermutlich richtig. Es wird gemutmaßt, dass diese Demonstration und Proteste in der DC area von mir abgesagt wurden. Aber natürlich niemand weiß, dass ich weiß, dass der Secret Service oder die Sicherheitsbehörden wussten, dass ein Attentat geplant war. Worauf ich mich im Übrigen verlasse. Wenn Feast das arrangiert haben sollte, also ihr versteht, wenn Feast jetzt da noch seine Finger im Spiel hätte und das arrangiert hat, dass die mir das sagen, dass ich diese Veranstaltung absage, dann hat er mir ja doch wieder geschadet. Wir nehmen das mal so hin. Und der große Bump nach oben ist zu einem großen Bump nach unten geworden. New Event, First Tweet. Ich mag die Anspielung auf eventuell vergangene Präsidentschaften. Ellie meldet sich. Honey, sometimes there's just no good option. You have to choose between the bad and the worse. This might be the essential skill of the president. To choose the lesser of two evils. Jo, das stimmt. Antonio Estaba, our whole team has moved out of campaign, headquarters body. Before giving the keys back to the landlord, we threw a big old going away party in the building. It's too bad you weren't there. Ellie said you were too busy getting ready to move into the White House. Anyhow, I'm here to tell you that the party went great. We barely broke any furniture or windows. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt bei der Party fast nichts zerstört. Freut mich. It was sad giving up the keys to a place where we'd won so many victories and drank so much booze celebrating said victories, but now our guys are ready to get to the work at the White House. Clint meldet sich, Mr. President, let me be first on the team to congratulate you on your inauguration. Vielen Dank, Clint. You've already seen how your decision can determine the fate of the people. And there are many more such decisions awaiting you. Please keep in mind that the legal department will always support you and take care of all the routine work. And I'm looking forward to learning who you pick to head your administration. If you don't have anyone in mind, I'm willing to take on the responsibility myself. Ach, Clint, du bist so selbstlos. I've been studying meditation techniques for the past several years, and I'm excited to share my experience with others. The secret is to exhale your stress and keep it nice and low. Of course, the decision is yours, Mr. President. We have a full roster of specialists with unique skills. You have become President of the United States and can now sign your first executive order. Ja, aber bitteschön. Wir müssten Lobbyarbeit betreiben, und zwar 900.000, die wir nicht haben, um noch mehr Pluspunkte zu bekommen. Aber die First Executive Order Fighting Cancer wird nun für 9 Prozentpunkte unterzeichnet. Ellie meldet sich. Honey, after you sign this Executive Order, the best minds in the world will unite in the fight against cancer. Are you ready to sign? You bet I am. Darling, everything is ready for you to sign the first executive order on the development of the cancer vaccine. But Clint wanted to ask you something first. He'll be with you shortly. Plus 9%.
Amendment 28 to the Constitution. No president of the United States shall be prosecuted after their term in office is over for the decisions made before the term was over. Das wäre dann das nächste, was passiert. Wir sind aber soweit durch. Promises 2021. Sign a progressive first executive order check. Appoint the first ever black chief of staff. Das sollten wir beachten. Das haben wir zugesichert. Kommt noch. Promises plus 4 Prozentpunkte. Und wieso hatte ich jetzt so viel? Wir waren doch 7 Prozentpunkte gesunken. Tendenz, eventuell ein Bug. Ihr könnt es nachsehen. Ich werde es auch nochmal nachsehen, wenn die Aufnahme aufgezeichnet ist. The likelihood remains high that the establishment crooks on the Supreme Court will try to overturn the president's first executive order. But for now, the people are cheering. Dear, your support among the people is growing, but keep in mind that it will be more and more difficult to win over those who are not on your side yet, and each mistake will cost you more. But I believe in you. Besides, we have no other choice. Amendment 28 is on the stake, and so is our freedom. Appoint people from your team to key positions in the administration. Wir haben einiges zu tun. Subordinates assigned to positions in the administration affect your team, personal budget and rating in different ways. Before you appoint someone, check the pros and the cons of the appointment and keep in mind that you can't fire or replace the person until next month. Don't forget that every month spent in the administration brings one stress point to your subordinates. Okay, also jedes Mal, wenn wir einen einsetzen, gibt das pro Monat einen Stresspunkt. Das ist relativ viel. Wir haben Press Secretary zu vergeben, Chief of Staff und Treasury Secretary. Ja, und dann würde ich sagen, Clint wird Chief of Staff. You gain 250.000 bucks at the end of every month. Super. You lose 1.4% rating at the end of every month. Das ist natürlich schlecht. Wir nehmen ihn dafür und setzen ihn ein. Das sollte eigentlich die Agenda erfüllt haben übrigens. Press Secretary ist logischerweise Alter. You gain 4.5 rating at the end of every month. Team member actions increase stress points by one more. Puh. Egal. Und Treasury Secretary. Boah, wer wird das denn? Kann das auch Clint werden? Moment, warum ist das nicht Alter? Achso, weil ich sie appointen muss. Ah, das kann auch. Okay. Ja, okay. Wir sind dabei. Wer macht denn unsere Finanzen? Alter? Oh, nein. Wir verlieren 150.000 pro Monat. Was ist, wenn es Alvaro macht? Oh, 2 Stresspunkte pro Aktion. Clint? All team members lose 1 stress point at the end of every month. Und you lose 100.000 at the end of every month. Das wäre vertretbar. Weil wir bekommen hier 250.000 dazu. Was passiert, wenn Olli es macht? Oh, 150.000? Und ein weiterer Stresspunkt, der sich... Ja, okay. Wir können die ja durchwechseln, Monat für Monat. Wir nehmen erstmal das Geld. Nee, Moment. Wir haben hier schon einen Stresspunkt mehr. Ja, und hier verlieren wir wieder einen. Verlieren aber auch 100.000. Ah, nee. Clint is already appointed as Chief of Staff. You can't remove... Ja, okay. Nee, dann wird's Olli. Olli, 150.000, aber ein Stresspunkt mehr. Und Haken dran. Und jetzt? Jawohl. Appoint the first ever black chief of staff. Meine Damen und Herren, promises 2021, check. Plus 2 Prozentpunkte, ratings bump. The appointment of an African-American as chief of staff only confirms the seriousness of the president's intentions. Ich klinge also zuverlässig. Ausgezeichnet. Clint sagt, thank you for your confidence, Mr. President. Are you already feeling the positive energy emanating from the White House? I was the one who ensured that the aromas of Kanenjunga filled the offices, fortifying not only our colleagues, but also our guests. Angenehm, Clint. Und Ellie sagt, honey, you remember my friend Alvin, the prosecutor from Minnesota? Who would have thought? He's inviting us to a wedding with his boyfriend. It's just a small gift expense and I'll finally be able to blow off some steam and see my old friends. I knew there's no way you can get away right now, but would you mind letting me go? Ja, du kannst gehen. Frieda Patericki meldet sich, Specialist at the Center for National Computer Security von der NCS.
Mr. President, Big Brother never sleeps, and I'm talking about our big Eastern brother, China. Here's the problem. The Baby Babe mobile app is taking biometric measurements of American babies around the clock. And I'm pretty sure it sends the data straight into clutches of the Chinese authorities. The app has over 1 million downloads a day. Okay, wir haben eine App, die vermutlich alle Daten von amerikanischen Babys an die Chinesen übermittelt. Über 1 Million Downloads am Tag. Das ist so realistisch. God knows what they are planning to do with this information, but it's certainly not going to be good. It's our duty to ban Baby Babe in the United States before it's too late. Will you sign the order? Okay, machen wir das, haben wir natürlich was Gutes gemacht, aber es könnte wieder backfiren und die Leute hassen uns, weil wir jetzt auch Apps verbannen. Nichtsdestotrotz, Protektion nach außen. Und damit sind die ersten kniffligen Fragen für unsere Präsidentschaft geklärt. Viel wichtiger, wir sind der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine halbe Stunde ist diese Folge alt und meine Damen und Herren, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin relativ gut mit dem Lesen durchgekommen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ab sofort wieder regelmäßiger dieses Let's Play. Einmal pro Woche sollte im Idealfall eine Folge rauskommen. Ich freue mich darauf und würde mich außerdem freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auch gerne kommentiert, was euch an meinen Folgen hier insbesondere gut gefällt oder nicht. Bis zum nächsten Mal bei This is the President und Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.